Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Risen 2. Und ich beginne gleich mal mit einer etwas besseren Nachricht, denn ich werde ab jetzt wieder die Parts etwas länger halten als die gewohnten 15 Minuten. Der letzte war schon so ein kleiner Anreiz und die Parts werden jetzt immer so um die, ich denke mal so um die 20 Minuten werden sie wohl betragen. Was haben wir heute vor? Ganz einfach, wir werden Richtung diesem Schatz hier mal gehen und werden uns aber auch den Rest hier ein bisschen angucken. Und ich schau mal ganz kurz, ob ich hier noch zufällig irgendwo eine Schatzkarte habe. Aber ich glaube, hier war keine mehr. Übel riechender Brief. Okay. Ach, wir haben noch so viel zu lernen, meine lieben Freunde. Noch so viel zu lernen. Und hier, wir haben noch so viel zu verkaufen. Idole haben wir noch. Och. Das wird ein Spaß. Gut, ja, das Wetter ist natürlich Bombe. Gehen wir hier einmal weiter, Richtung Osten. Wer weiß, was hier so auf uns lauert. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal was. Okay, das war nichts. Ja, wir werden natürlich so gut wie es geht alles besiegen. Ey, Affe! Ja, helf mir mal. So, der erste Affe ist besiegt. Boah, da kommt noch ein Affe. Mach hier doch keine Afferei, Junge. Du kleine, dreckige Mistmade, du. Stirb! Nicht verzagen, Patty, ich komm helfen. Da spritzt die Blutseuche. So, jetzt müssen wir hier alle looten. Och, und unser Leben geht so langsam auch der Neige entgegen. Der Neige entgegen. Oh, bestehen Sie? Ja. Mein Deutsch. Können Sie behalten. So, wo sind wir jetzt? Okay, wo gehen wir denn zuerst hin? Gehen wir ruhig Richtung... Ist das hier richtig? Ja. Hier auf diesem Weg müssen wir bleiben. Es wird so viel zu entdecken geben hier auf dieser... Ihr könnt euch echt freuen. Nach den ganzen Folgen jetzt in der Stadt geht es jetzt so richtig ab, meine lieben Freunde. Wir werden hier keine Kosten und Mühen scheuen, auch wirklich den letzten Winkel dieses vermaledeiten Dschungels zu entdecken. Und ich habe Angst. Angst vor dem, was kommt. Angst vor dem, was ist. Und, ich würde ja ganz gerne noch mal shoppen gehen. Ich glaube, wir gehen noch mal ganz kurz in die Stadt. Oder was sagt das? Ich weiß nicht. So richtig Kohle haben wir auch nicht, aber das lässt sich schon was organisieren. Okay, gehen wir noch mal kurz in die Stadt. Ja, ich habe wohl zu viel versprochen. Ich wollte noch ein bisschen einkaufen. Wer verkauft denn von hier Rüstungen? Ich. Wenn ich eine Rüstung wäre, von wem würde ich mich wohl hier verkaufen lassen? Da schwarzer Oleander. Haha. Ja, wir alten Kräuterhexen. Du bestimmt nicht und du ganz bestimmt nicht. Na, Ricky? Alles Roger in Kambodscha? Hier, Scarlett. Nö. Scarlett hat hier nichts zu verkaufen. Vielleicht ja noch der Schmied. Den könnte ich mir noch vorstellen. Dass der vielleicht so ein paar Rüstungsteile hat. Und wir haben auch noch gar nicht hier mit dieser Schnalle gequatscht. Mit Emma. Wie schön. Die See treibt den neuen Piratenkapitän nach Antigua. Du hast einen guten Riecher, junger Freund. Was begehrst du? Was hast du denn anzubieten? Was hast du denn anzubieten? Vieles. Seltenes. Wertvolles. Ach. Sag mir, was du suchst und ich sage dir, ob ich dir helfen kann.
Ich will einen Weg finden, um Maha aufzuhalten. Eine große Aufgabe für einen jungen Kapitän. Ich frag mich selbst, wie ich immer wieder an sowas gerate. Du hast eine besondere Aura. Lass mich deine Gedanken sehen. Was siehst du? Es gibt Menschen unter uns, die kümmern sich um die größeren Dinge. Und es gibt andere, die nur sehen, was sie auch anfassen können. Du bist ein Weltenlenker. Ohne Männer wie dich würde es die anderen nicht geben. Das ist dein Schicksal. Kann das Ganze nicht mal einfach sein? Dann würde es doch nur halb so viel Spaß machen, oder? Möchtest du etwa mit jemandem tauschen? Siehst du. Du verkaufst auch Voodoo-Kram? Der gute Alvarez will, dass man auf Antigua alles bekommen kann, was das Herz begehrt. Und ich interessiere mich für Voodoo und eingeborenen Artefakte. Sie sind mächtig und geheimnisvoll. Zeig mir deinen Kram. Sieh dir ruhig alles genau an. Das werde ich tun. Ja, die haben ja alle nur so schwarze Magie und so ein Oh. Diebeskunst plus 10. Na, ich weiß nicht. Die Voodoo-Puppen hat sie auch. Ah, das ist hier in, legendärer Gegenstand. Stichwaffen plus 10. Das werde ich mir noch überlegen, ob ich das Ding verkaufe. Aber jetzt können wir erstmal hier diesen ganzen Quatsch verkaufen. Die Idole brauchen wir eh nicht. Die können wir uns erstmal so ein bisschen Geld besorgen. Goldzepter. Weg damit. Königsmaske. Joa. Goldbrocken behalten wir mal. Die Jadesteine auch. Den Smaragd behalten wir auch. Den Saphir auch. Die Perle nicht unbedingt. 11 Zähne sind auch Geld. 10 Krallen. Och, das sieht doch schon ganz gut aus hier. Dann haben wir 22. Ich denke, davon können wir einfach mal so 10 verkaufen. Verkaufen wir auch mal 6. Ja, also die spannende Folge, die ich euch versprochen habe, gibt es dann in der nächsten. Oh, hier können wir schön verkaufen. Boah. 22 sollten es hier auch dicke tun. Oh. Permanente Wirkung. Ah. Oh. Was habe ich denn hier alles im Inventar? Das werden wir doch gleich mal rein. Das werden wir uns doch gleich mal reinziehen. Was man nicht so alles findet, wenn man mal durch sein eigenes Inventar schleut. Haben wir das jetzt genommen? Zack, zack. Da haben wir doch schön was gelernt jetzt. Ja, leider ist mir der erhoffte Kauf hier nicht gelungen, aber wir haben jetzt 4000 Gold, meine lieben Freunde. Ja, in Worten, 4000. Jetzt können wir dann einmal zu unserem Kumpel hier rennen. Und gucken, ob der uns noch was verkauft. Ich hoffe mal.
Was hast du anzubieten? Schau dich. Oh, nein. Ich bin noch. Toll. Jetzt habe ich das übersprungen, ey. Perfekt. Nein. Ah. Oh. War sogar eine Quest dabei. Schauen wir mal. Der reine Luxus Wilson ist verknallt. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, ein Rendezvous mit seiner Angebeteten. Boah, wer ist denn deine Angebetete? Hätte ich vielleicht mal zuhören sollen. Bist du seine Angebetete? Gut, so viel kommen ja nicht in Frage. Früher oder später. Gucken wir mal, ob Scarlett das ist. Ah, hier, genau. Ha! Was hältst du eigentlich vom Schmied Wilson? Wilson? Nicht mein Gebiet. Aha, wie meinst du das? Ich bin nicht die Richtige. Geh zu Grace oben am Haus der Kapitäne. Rede mit ihr über Wilson. Hm, okay. Gut, wenn es mit dir nicht klappt, dann früher gehen wir halt zu der. Interessiert das keinen mehr. Vielleicht hat die auch noch was zu verkaufen. Ach, ich komme hier einfach nicht weg aus dieser Stadt. Aber ist auch zu schön hier, oder? Weil das Wetter ist toll. Das Wetter ist toll. Und jetzt geht er nicht mehr. Und aber auch das Wetter ist ganz toll. Ich hätte es besser. Ist hier unten was? Nö. Hier, mit dir soll ich reden. Erzähl mir mal was über den Admiral. Wir quatschen noch ein bisschen. Früher war er ein gefürchteter Pirat. Ich trinke einen Schluck und ihr hört zu. Ein Schlitzohr mit Prinzipien. Er sagt immer, dass sein Piratenkodex, nachdem er lebt, ihn hierher geführt hat. Er ist sehr stolz auf seinen Ruf und seine Stadt. Wobei mir die ja ganz schön suspekt ist. Wie gut kennst du Kapitän Slane? Er ist einer von der Sorte, der eine Frau um seinen Finger wickeln kann. Ich bin auch schon auf ihn hereingefallen. Und wenn ich ehrlich bin, würde er es wahrscheinlich wieder schaffen, mich einzufangen. Du magst die Männer in Antigua nicht? Die meisten haben Schulden und kommen gerade eben über die Runden. Bill, die Wache am Westtor zum Beispiel. Am Ende des Monats ist seine Geldbörse so leer wie eine ausgetrunkene Flasche Rum. Am schlimmsten ist dieser bis über beide Ohren verschuldete Schmied Wilson. Ich schätze, der Kerl würde mich sogar heiraten, wenn er sich's leisten könnte. Aha, interessant. Du, hör mal, also dieser Schmied Wilson. Moment mal, was soll das werden? Natürlich, ich hab's geahnt. Der Kerl hat dich zu mir geschickt. Und du Arsch machst für diese arme Wurst jetzt bei mir hier Männchen. Bist du jetzt etwa sein Laufbursche oder was? Joa. Stell dich nicht so an. Er wird dich auch bezahlen. Noch so ein Spruch. Und du kannst hingehen, wo der Pfeffer wächst. Jemand wie du sollte nicht so wählerisch sein. Geh mir aus den Augen, du Mistkerl, bevor ich mich vergesse. Ja, mit Frauen haben wir es natürlich raus, ne? Also da weiß ich, wie man damit umgeht, wie man sieht. Ja. Da ist der Charme aber auch geboren. So, jetzt gehen wir nochmal auf das Schiff von diesem alten Halunken Slane. Vielleicht gibt es da ja noch was zu holen für mich. Was hier wohl so für düstere Gestalten rumrennen? Und was es hier für Kisten gibt? Ach ja, wir sind schon so eine Meisterdiebe. 4000 Gold, meine lieben Freunde. 4000, so viel hatten wir, glaube ich, noch nie. Komm da gar nicht mehr drauf klar. Slane! Slaney Boy! Slänchen! Der wohl wieder steckt. Slaninke! Wo ist er denn? Ey, Elliot! Psst. Ey, psst! Hör mal! Hey du, was willst du hier? Ich wollte mich nur mal umsehen. Hier gibt's nicht viel zu sehen. Wenn du was Bestimmtes suchst, sprich mit dem Captain. So gut bin ich auch nicht. Was? Nicht mal 50? Mann.
Weißt du, wo Slane seinen Schatz vergraben hat? Wie subtil ist denn das für eine Frage? Selbst wenn ich es wüsste, wäre ich tot, wenn ich es herumerzähle. Da ist... Sag mir wenigstens, ob er sich auf Antigua befindet. Antigua ist kein besonders gutes Versteck. Und wir wären kaum noch hier, wenn der Schatz des Käpt'ns hier vergraben wäre, oder? Und jetzt hör auf mit der Fragerei. Sonst muss ich annehmen, du willst den Käpt'n übers Ohr hauen. So ein Quatsch. Hast du eine Ahnung, wo ich hier was kaufen kann? Also wir Crewmitglieder kriegen gar nichts. Aber nach meiner Erfahrung erfährst du in der Kneipe am meisten. Frag doch mal Scarlett. Sie ist eines der Freundenmädchen hier und läuft meist am Pier herum. Was ist deine Aufgabe? Sieht man das nicht? Ich stopfe den Jungs die Mäuler. Naja, wenn wir genug Vorräte haben jedenfalls. Kein besonders toller Zeitgenosse. Da ist ja Slaney Boy. Slanchen, hast du was dagegen, wenn ich mich ein bisschen umguck? Nö. Eine Sache noch. Ja? Was gibt's? Ich habe einen Steuermann für dich. Tatsächlich? Wer ist es? Sein Name ist Morgan. Taugt er was? Keine Ahnung. Schau ihn dir erstmal an. Ja, das werde ich. Und wehe, er gibt wieder Worte. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Ja, es geht noch weiter. Die Pulverfässer werden geliefert. Ich brauche etwa 3 große. Ja, Rick wird uns die Fässer bringen. Gut gemacht. Die Wasserfässer sind unterwegs. Ah, sehr gut. Das war meine größte Sorge, wenn ich ehrlich bin. Nichts ist schlimmer als Durst auf hoher See und faules Wasser an Bord. Gute Arbeit. Ja, jetzt gehen wir noch mal kurz nach hier oben gucken, ob da noch vielleicht was ist, aber ich glaube nicht. Dieses Schiff ist ja... Na, war ja klar. Penny, lass uns abhauen hier. Uah. Ich schick dich gleich Kiel holen. Hey, Ricky. Nee, Ricky ist nicht so mein... Einer geht noch. Dreckiges Piratengesindel hier. Ja, groß ist die Macht. Ja, groß ist die Macht. Butchie ist jetzt hier. Schon mal was von Mara gehört? Oh, ich. Aber. Ike. Ja. Du bist. Du. Na gut. Also. Kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper. Warum so ein langes Gesicht? Mhm. Gut, wa? Ja. Zeig mir, was du anzuhören hast. Ach Mann, er hat auch nichts Vernünftiges. Verdammt nochmal. Ja, also, ich hab, ihr habt's gesehen, ich hab jetzt hier nochmal so ziemlich jeden angeblabbert, den es hier gibt. Kistenschlepper. Du willst doch hier nichts klauen. Ach Quatsch. Ich hab doch hier schon alles geklaut. Ich hörte, du stehst auf Grace. Was? Wieso? Wer hat das gesagt? Ist doch unwichtig. Stimmt das oder stimmt das nicht? Naja, wenn du mich so fragst... Ich bin dieser feinen Dame nicht ganz abgeneigt. Verstehe. Ja, also ich würde sagen, wir beenden jetzt hier diesen Part an dieser Stelle. Hier kommt jetzt sowieso nichts mehr bei rum. Im nächsten Part, verspreche ich euch, wird es weitergehen. Wir rennen hier noch hin zu meinem Kumpel da oben. Ja, also im nächsten Part sehen wir uns dann wieder, meine Freunde. Ich werde noch kurz pennen gehen, aber dann muss ich euch ja nicht mitnehmen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bye, bye.